die zwar Ähnliches gemacht haben, aber ja, viel filigraner und ja, Oscar und Larry Carlton. Ja, obwohl man darf nicht vergessen, also alle die Leute, die jetzt, sagen wir mal, das in ihrer Erinnerung so haben, wie du es darstellst, ja, sollten mal U-Baby auflegen, das Album von Atlantis, wo ich mitgespielt habe, unser erstes Studioalbum, und die werden feststellen, dass U-Baby sehr viel besser war, als es vielleicht in unserer Erinnerung heute, die Leute, die sich daran noch erinnern können, es war. U-Baby und Atlantis hatte zu dem Zeitpunkt nichts mehr mit Frampi und den Atlantis-Sachen, die vorher gelaufen sind, zu tun. Das heißt, da war durch mich eine ganz klare Ausrichtung da in Richtung Amerika zum ersten Mal. Und meine Roots waren eben schon alles, sagen wir mal, ich hatte inzwischen den Soul mit dabei. Ja, ich hatte meine Fusion-Kiste schon angerissen, wie man so sagt. Und ich hatte auch schon die ersten Doobie Brothers und Steely Dan-Platten und wusste, wo was herkam. Durch diese Umorientierung in Richtung Bitches Brew und so weiter und Fusion. Und If und solche Bands halt. Ne? Und es ist wirklich, das U-Baby-Album ist mir ja vor ein paar Jahren als CD geschenkt worden von einem Fan, der sich eine neue U-Baby-Platte ersteigert hatte übers Internet, eine ungespielte, und sie in dem Zustand selbst top gemastert hat, im Computer, und um sie dann als CD zu brennen. Und er hat dann vor allen Dingen uns alten Atlantis-Musiker natürlich dann eine U-Baby-CD, die es aus mir unverständlichen Gründen bis heute nicht gibt. Ja. Was es gibt, ist das Live-Doppelalbum, was dann danach erschienen ist, hat sie uns dann geschenkt. Und dadurch habe ich die Platte dann als CD überhaupt mal wieder gehört, nach 20, 30 Jahren. Und es ist interessant, dass in meiner Erinnerung, ja, Atlantis eigentlich immer nur eine Vorstufe zu Lake war. Ja. Aber nachdem ich es dann wieder gehört hatte, da ist es mir, sagen wir mal, wie Schuppen aus den nicht mehr vorhandenen Haaren gefallen, ja, dass im Grunde genommen Atlantis mit U-Baby eigentlich der Trendsetter waren. Wir waren eigentlich die, die dann im Grunde genommen bewusst in die amerikanische Kiste gegriffen haben, in diese Kiste, wo eben verschiedene Stilistiken angesiedelt waren und wo man sich sehr wohl mit Dieter Dirks übrigens als Produzent sehr wohl bemüht hat, es sauber und richtig gut auch zu spielen und zu arrangieren. Und Lake war im Grunde genommen eine Fortsetzung dessen, aber nicht die erste Band, die so gespielt hat. Das weiß ich aber erst, seitdem ich die U-Baby als CD geschenkt bekommen habe. Aber damals, als du dann sozusagen zu Lake gekommen bist, hast du denn auch so gedacht oder dachtest du, jetzt ist es endlich und hier findet jetzt das statt, was dein Traum ist? Also ich war vielleicht damals auch nicht richtig objektiv aus einem ganz einfachen Grund, weil ich hatte, nachdem wir uns mit Atlantis wieder getrennt hatten, im Jahr 75, das war für mich ein außerordentlich ereignisreiches Jahr. Ich musste mir irgendwie meine Brötchen verdienen und habe wieder richtigen so Urblues gemacht, weil das sehr angesagt war in den Kneipen. Das heißt, ich bin eigentlich von dieser filigranen Musik erstmal wieder weg und habe Kneipenmusik gemacht. Und zwar Urblues mit Neil Lennon in dieser ganzen uralten, urwüchsigen Form, auch noch mit akustischen Instrumenten teilweise. Um mich dann auf der anderen Seite völlig kommerziell zu orientieren und Rudolf Rock und die Schocker zu gründen mit Uli Salm und Erich Doll zusammen, um so eine ganz kommerzielle deutschsprachige Kiste in Deutschland zu machen. Das heißt, als Lake dann kam im Herbst, Ende Herbst 75, war mein Abstand natürlich, auch meine Gehörgewohnheiten, auch von dem, was ich selbst gemacht habe, waren schon so groß zu Atlantis, dass das, was Detlef Petersen mir dann vorspielte mit den Lake, mit den neuen Kompositionen für Lake auch so, mit denen wir dann ins Jahr 76 dann reingegangen sind, das war dann für mich doch irgendwie wieder was ganz Exzeptionelles. Vielleicht hätte ich das nicht so wahrgenommen, wenn es einen nahtlosen Übergang von Atlantis zu Lake gegeben hätte, aber den hat es nicht gegeben. Ja. So habe ich dann Lake schon auch neu erlebt. Also ich fand ja, ein klein bisschen jünger als du. Okay. Ich glaube nur daran, dass ich jetzt langweilig war. Aber ich fand, ich habe es auch live im Sommer 76 gesehen, Lake im Kantkino. Die Platte Lake war und On the Run war irgendwie so ein Hammer für Deutschland, wo es auch vorher gute Bands gegeben hat, ja, im Jazzbereich, nach wie vor auch im Fusion-Bereich
Also, ja. Da gab es tolle Leute, Kran, ja. Wie sie alle auch ganz außergewöhnliche Musik gemacht haben. Aber Lego war einfach Lichtjahre von den anderen entfernt. Ja. Von der Komposition her, ja. Von der Präsentation, vom Gesang her, vom ja. Chorgesang auch. Also, ja. Mein Jim als so, Hauptsänger war natürlich sowieso. Weil er nur Schotte und kein Deutscher, aber auch so eine eigene Stimme, auch die ganzen ja. Arrangements, und wie ich auch die Band gesehen habe, völlig ruhig auf der Bühne, alles super arrangiert, zwei Keyboarder, denn die Gitarre auch wieder, entweder so geschmackvolle Licks oder sensationelle Solos, das war für mich wirklich überhaupt nicht zu verstehen, dass das aus Deutschland gekommen ist. Ich denke auch, der Rest der Welt hat es jetzt auch nicht so nach Deutschland verortet, gut, wie der Rest der Welt viele Sachen nicht nach Deutschland verortet hat. Aber das war schon qualitativ eine ganz andere Welt als die anderen Sachen, die aus Deutschland gelaufen sind. Man darf ja nicht vergessen, da ist halt irgendwie Peter Maffay rumgelaufen und hat irgendwie angefangen, Rockmusik zu machen, sich eine Lederjacke anzuziehen. Und gut, Udo Lindenberg gab es, aber abgesehen von seiner speziellen Band, die aus sehr guten Musikern auch besteht, war das auch eher so spezielle Musik, dass es jetzt mit einer richtigen Qualität abseits von der Erfindung der deutschen Rockmusik à la Lindenberg ja auch nichts war. Ja, und ja. Lake war einfach wie, weiß ich nicht, war halt einfach. War schon was Besonderes. Ja, war richtig gut. Gut, man darf nicht vergessen, dass Lake ja ein Novum auf jeden Fall hatten. Bei Lake war die, meines Wissens, die erste deutsche Band, die den Chorgesang als zusätzliches Instrument eingesetzt hat, als ganz wichtiges Stilmittel. Ja. Unsere Vorbilder waren ja vor allen Dingen auch die Beach Boys, nicht zu vergessen, und 10cc und Steely Dan und die Doobie Brothers. Und das waren alles Acts, die ganz bewusst auf Chorgesang gesetzt haben, als ganz nicht als so ein kleines Gewürz obendrauf, sondern als stilprägendes, wie ein zusätzliches Instrument, wie ein zweites oder drittes Keyboards oder Gitarre oder was weiß ich, also polyphones Instrument. Ja. Und das hat uns dann schon unterschieden von anderen Bands, und es war auch so, dass diese Musik allein schon wegen der Stimmen musste diese Musik sehr sauber arrangiert werden. Und wenn man das dann so auch auf die Bühne bringen wollte, ja, wie wir das ja wollten, musste auch eine Qualität sich mussten wir uns erarbeiten, die sich dann schon so ein bisschen abhob von dem, was andere gemacht haben. Das darf ich heute sagen, ohne rot zu werden. Wir mussten einfach durch den Chorgesang und dadurch, dass wir auch eine gewisse Ausgewogenheit der Instrumente brauchten, um den Chorgesang überhaupt glänzen lassen zu können, egal ob im Studio oder auf der Bühne, mussten wir sehr hart arbeiten. Und ich denke, dass sich das dann auch niedergeschlagen hat in der Musik. Und dass genau das auch den Eindruck dann erzeugt hat, zu Recht, den die Leute wie du im Kant-Kino und so dann, als wir das erste Mal nach Berlin kamen, wo die Leute dann sagten, Mensch, und die klingen so sauber und das ist ja unglaublich. Das war auch, wir wollten eigentlich auch durch eine überdurchschnittliche Disziplin, wollten wir auch die Mehrstimmigkeit rüberbringen. Ja, ja gut, es war kein steifer Typ, wo man jetzt, es gibt ja auch Bands, die dann nur dastehen und versuchen, das krampfhaft, was sie denn auf der Platte gemacht haben, zu reproduzieren. Das war, hat die einen Eindruck, hatte ich nicht, was der Eindruck war der, dass es einfach alles unglaublich stimmig war und vor allem auch wirklich sehr musikalisch arrangiert. Was da rausgefallen ist auf sympathische Art und Weise, ist halt dieses Rumgedaddel von anderen Bands. Ja. Aber das war nicht klinisch rausgemacht, sondern das war wirklich sehr musikalisch raus. Weil die Songs hatten die richtige Länge, ja. Das ist ja auch der Schlüssel dazu. Ja. Keine Songs hat, da muss man halt rumgniedeln, wenn man gute Songs hat. Das kann ja auch immer nur 3 Minuten lang sein, dann ist auch gut und ist auch alles gesagt. Ja. Allerdings, wenn man das jetzt mal so in die Zeitschiene einordnet, ihr wart ja damals bei CBS als deutsche Firma, haben die denn eigentlich im Ausland euer internationales Produkt, was ihr ja hattet, denn auch ordentlich promoten können? Ja. Oder war es für die schwer? Nein, also wir hatten, unser Glück war ja, dass wir zum ersten Mal eine Plattenfirma hatten in Deutschland, die sehr Amerika-orientiert war, ja, und die von vornherein die Absicht hatte, uns in Amerika zu platzieren, um natürlich auch aus ganz eigennützigen Gründen, um letzten Endes dann auch von dem Bumerang-Effekt dann wiederum zu profitieren in Deutschland. Und genau diese Rechnung ging auf, und zwar für beide Seiten. Die ging auch für die Plattenfirma. CBS war damals in Deutschland noch nicht eine von den ganz großen Firmen, wie die EMI oder so.